Hallihallo, werte Freunde, willkommen zurück bei Let's Play des verdammt Dishonored. So, wir haben hier das Knochenartefakt jetzt gefunden und machen uns mal jetzt zurück auf den Weg. Ah, komm schon. So, wir haben hier noch ein paar Artefakte. Wir haben davor noch eine Rune und da noch ein Knochenartefakt. Die werden wir uns natürlich noch holen. Mal gucken, ob wir die noch relativ leicht bekommen. Das andere war jetzt ein bisschen knifflig hier. Da haben wir ein bisschen viel Zeit gebraucht, aber ich möchte so gut wie es geht alles hier mitnehmen. So, der Knochenartefakt ist da schon in 20 Metern, aber ich komme hier. Warte, ich kann darüber. So. Knochenartefakt kommt mir. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Wie komme ich denn da rein? Sollte diese Typen da unten wahrscheinlich meiden. Hätte ich denn noch normale Bolzen? Nein. Brandbolzen, Betäubungsbolzen. Warte, durch Wände sehen. Da sind ein paar tot. Wo ist jetzt das Knochenartefakt? Da drin. Ich muss also irgendwie da rein. Okay, pass auf. Hier raus! Schläger. Was guckst du so? Was war das? Au! Alter! Verschwinde oder ich schneide dir die Kehle durch. Ja, ja. Ruhig. Au! Alter, wann los hier? Das war jemand. Pass auf, sie haben meinen Zorn geweckt. Sie haben meinen Zorn geweckt. Hey! Hilf mir mal jemand! Alter, ich hab dich betäubt. Du Sack. So. Bekomme ich dich hier? Ach, so bekomme ich dich hier raus. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griff's Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Okay. Ich nehme hier mal Münzen, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich nehme einfach mal alles mit, was nicht bei 3 am Baum ist. Aha. So, wo ist mein Knochenartefakt? Hier oben. Wunderbar. Was für ein Knochenartefakt ist das jetzt hier? Robust 1. Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit. Ja, wir packen einfach mal alle drauf. Wir können maximal 3 nehmen, aber egal. Bla bla bla. Gut, dann haben wir da vorne noch eine Rune. Die holen wir uns natürlich auch jetzt hier. Ich finde das richtig geil gemacht, weil das Ganze ist so ein bisschen auch Open World, so ein ganz kleines bisschen Open World. Drin ist eine Wache. Egal, so, wo ist meine Rune? Die ist da vorne. Ach, die habe ich doch vorhin schon gesehen, glaube ich. Kann es sein? Hier noch Wachleute. Warte mal, das können wir ganz einfach überprüfen. Hier sind nur Ratten. Kommt her, ich vernasche euch. So, was? Wo ist die Rune? Also hier sind schon wieder Ratten. Hier ist meine Rune. Konfiszierte Rune. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau. Ja, okay, okay, okay. So, wie viel haben wir jetzt? Eine Rune, okay. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Ich schnetzel gerne Ratten, Alter, das gefällt mir. Gut, wir haben alles. Die Lumpengräfin ist da vorne noch. Ja, egal, die brauchen wir sowieso nicht. Hoffe ich zumindest. Zum Holger Square gehen. Wunderbar, dann haben wir jetzt alle Knochenartefakte und alle Runen bisher eingesammelt. So,
Da vorne sehe ich direkt wieder die erste Rune. Da sehe ich schon wieder eine Rune. Mhm. Wird schon wieder nervig hier. Das sehe ich schon kommen. Das da vorne ist Aufseher Martin. Oh, ach, den sollten wir ja befreien. Fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz der Schlimmste? Oder die Ratten? Hau rein. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ja, ich möchte dich gern befreien, aber wie? Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Ja. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen. Ach, hier ist Schalter. Ah, wunderbar. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ja, kein Ding. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Ziel gerettet. Also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Ja. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Genau, mach das. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten. Ja, Ruhe jetzt. Komm ich hier drüber? Wahrscheinlich so. Aha. Okay, und jetzt? Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Da Anwendung könnte ich Leichen reinpacken, wahrscheinlich. Nein. Es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Was ist da hinten noch? Passierten wir ein Fischer zum Destillier? Ach so, da nee, da wollen wir. Bettelnd. Was hat er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Ja, wir kommen hier oder gar vorbei. Den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen wird. Alles klar. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Hau rein. Das werde ich, Bruder. Springmine. Alles klar, wir haben eine Springmine. Ah, wir haben endlich wieder Bolzen. Ah, we have... Oh, oh, oh. Ja, ja, irgendjemand! Du wirst spielen! Na, toll. Was ist das? War das eine Granate eben? Alter, voll auf die 12. Ach, ich habe eine Granate gemacht. Das war ich. Ah, bin ich nice. Bin ich nice. Fast wie in Amnesia. So, gut. Damit. Kernows Tagebuch. Das ist übrigens auch der, den wir noch retten sollen. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßengassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Jetzt erstmal, warte, wir haben wo? Ich habe doch 2 Runen. Ich habe da eine Rune. Wo ist die andere Rune? Da oben. Okay. Kommen wir hier doch bestimmt irgendwie hoch, kann das sein? Was geht da drüben los? Wachen, zu mir! Nein, Alter. Wieso merken die mich immer? Merken die mich immer? Bye, bye, bye. Okay, hier kommt sonst keine mehr. So, ich soll ein bisschen vorsichtiger sein. Warte mal, wo ist die? Hier? So. Okay. Und jetzt? Wo ist meine Rune davor? Alter, wie soll ich denn an die Rune da vorne bzw. da oben kommen? Brandmarkungsanweisung. Ja, es war eigentlich sinnlos, dass ich hier hochgegangen bin. Und da gehen wir wieder runter. Ach, hier können wir auch rein. Guck an.
Gesundheitselixier und eine Springmine. Ich hab noch Bolzen. Warte, da kommt einer, lass mich rein. Alter. Auf Wiedersehen. So, okay. Gehen wir weiter hier. Ruhige Nacht. Wirklich? Nicht in der Oberaufsehers. Nachts kann die Wache sie angeblich noch nicht einmal betreten wegen Slankjaws Schergen. Der Wache machen ein paar Kinder nichts aus. Vielleicht sollten die Aufseher dort einmal nach dem Rechten sehen. Wie machen wir das? Der jedermanns Augen hat. Was hätten wir denn hier noch? Betäubungsbolzen. Vielleicht betäuben wir einfach mal ein. Ah, jetzt trennen sie die. Trennen sie sich sowieso. Na, dann komm her. Okay. So, du. Alles klar. Ah, das ist so geil, dass die zu Schatten zerfallen. Warte mal, ein paar haben das mitbekommen. Nein! Nein, nein. Stirb endlich, du Hund. Ja, jetzt kommen wieder alle. Okay, wir haben es verkackt. Alter, Granate! Ich bin gleich tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein. Stirb, alter Schwede. Wandert alle? Wandert alle? Waren anscheinend alle. Junge, Alter, ich... Ne? Das ist so ein Spiel eigentlich, wo man möglichst still und unentdeckt durch die Menschen schleichen soll und ich metzel einfach alles um, was nicht bei 3 am Baum ist. Alter, Schuh. So, okay. Jetzt haben wir wenigstens freies Feld hier. Und ich hole mir diese Rune, wenn ich weiß, wo sie ist. Hier unten irgendwo. Was ist hier? Alarm. Oh, warte, Alarmglocke. Das wollen wir nicht. Alter. Hau rein. Irgendwie muss ich da nach unten kommen. Rattenschnetzeln. Das ist das Geilste an dem Spiel eigentlich. Oh, lass mich rein. Das ist eine Wache. Was ist das? Warte mal, die blickt gerade genau zu mir rüber, aber sie ist nicht. Okay, das ist... Zum Hinterhof. Achso, nee. Ich bleibe im Büro. Warte mal. Ich möchte hier diese Rune. Oben ist auch eine. Okay, wir haben hier 2 Runen in diesem Büro des Oberaufsehers. Wo ist der jetzt? Hier ist einer. Nein, nein, nein. Okay. Was ist mit dir? Jemand soll Hilfe holen! Überleben da? Habe ich gerade geschnetzelt. Aber egal. Wie komme ich denn da runter jetzt, Kollege, Freund der Sonne, hä? Kann ich hier zumachen? Ja. Machen wir doch direkt mal. Ah, guck an, was haben wir denn hier alles? Ja, nee, das wollen wir jetzt nicht lesen. Was tut denn hier so? Geld nehmen? Aha! Zäume, die ohne schreiten, bla 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 bla, langweilig. Hier kann ich alles lesen, egal. Ich muss hier nach unten! Zu dieser Rune! Wie komme ich denn hier runter? Hier muss doch irgendwo ein Gang nach unten sein. Aber egal, dann können wir uns auch erstmal die Rune nach oben holen. Nach oben. Die obere Rune, meine ich. Schleichen hier ein bisschen durch. Mal gucken. Da ist der erste in 30 Metern circa. Aber das sind noch ein paar Gegner.
Hier haben wir erstmal noch Elixier. Om nom nom. Pass auf, er muss sterben hier. Tut mir leid. Wenn man ein bisschen schneller schleichen würde, wäre das Ganze... Alter, war das knapp. Alter. Der hat mich nicht gesehen. Oh, der hat mich nicht gesehen. Aber töten wir zum Hinterradsteh. Schau nach unten, schau nach unten. Und auf Wiedersehen. Okay. Warte, du hast doch sicher noch was für mich? Hä, wieso löst sich der nicht zu Stau auf? Egal. Ach so, der hat uns wahrscheinlich vorher gesehen. Da ist eine Rune. Wie komme ich da hin? Hier rein. Kommt hier jetzt? Kinder, die spielen. Das ist alles. Hier kommt keiner. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalista, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Was arme Mädchen. Kalista weiß sich zu helfen. Nicht ins Feuer. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all diesem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort bei ihnen. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Oh, oh. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Warte mal. Geschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Ja. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war warte es mal. Nicht. Der wollte ihn doch hier vergiften. Ah. Genau. Warte. Gift zu Campbell schieben. Kombiniere die beiden Gläser miteinander, beide vergiften oder ausschütten. Nee, wir wollen den einen ja retten. Wo sind Sie? Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Oh mein Gott. Oh dass mein unsere Gott. Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Das sollten wir uns näher ansehen. Nein, solltet ihr nicht. Oh, Alter. Ich hab's verkackt, glaube ich. Ich hab's verkackt. Ziel gerettet, Colonel. Wie komme ich an diese Rune? Mit der Armbrust, aber ich habe keine Bolzen. Und wenn ich jetzt hier schieße, Alter, das ist laut. Hm. Ah, Bolzen. Okay, pass auf, dann schießen wir mal eben gegen diese Rune. Ah, kann die einfach so nehmen. So, aber wir müssen nach wie vor noch diesen Colonel-Pimmel töten. Hoppala. Wo ist der jetzt hin? Hä, wie ist der da nach unten gekommen? Ich will eigentlich... Irgendwer, bitte! Hilfe! Ja, steh auf. Jemand soll Hilfe holen! Tut mir leid, aber wenn du mich verpetzen willst, tja, geht nicht immer gut aus. Wie komme ich da nach unten? Was ist diese Tür? Hier geht's zum Hinterhof. Egal, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein, euer Mr. Kachin.